Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der Nacht. Wir gucken uns heute an. Ein verstecktes Video im Schrank meiner Mutter. Enthüllte ihr dunkelstes Geheimnis. So, Titel lesen. Das ist eine Kunst, ja? Ich hab sie nicht drauf. Diese echt passiert Videos, ja? Falls ihr die noch nicht geguckt habt. Ich habe da eine ganze Playlist von. Locker 20 Stück. Falls ihr die nicht gesehen habt und ihr mögt es, dann oben bei der Infobox ist das letzte verlinkt und am Ende in der Endcard nochmal die Playlist oder sowas. Jedenfalls, würde ich sagen, Kopfhörer an. Und dann geht's los. Hallo, mein Name ist Francesca. Hallo, Francesca. Ich muss mit der Seele reden. Ich hatte nie gedacht, dass ein altes Video mein Leben für immer verändern würde. Oh. Aber das tat es. Traurige Musik. Und jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Was ist passiert, Francesca? Aber das ist nicht der Anfang der Geschichte. Nicht wirklich. Okay, was ist also, der Anfang? Ich kann dir alles erzählen. Als ich aufwuchs, war ich Papas kleines Mädchen. Okay. Ich hatte nie die beste Beziehung zu meiner Mutter. Sie war immer schon so herrisch. Weil du ein Gamer warst. Das geht 1:1, ja? Hand in Hand geht es. Sieh, ich hab's gesehen mit dem Controller, ne? Und jeder weiß, Mütter hassen Gamer. Da, Lebenslektion für euch. Die sagen immer Sachen wie, komm runter zum Essen. Dann sagt man, geht nicht, ich bin gerade in einem Game. Dann sagt sie, halt's doch an. Dann sagst du, es geht nicht, ist ein Online-Spiel. Ja, jedenfalls ist es ein Klassiker. Deswegen verstehe ich das direkt, dass es da einen Konflikt gibt zwischen dir und deiner Mom. Was ist passiert, Francesca? Super nervig. Wann immer ich mich mit meinen Freunden oder sogar meinen Cousinen verabreden wollte, war sie immer so seltsam. Vor allem bei meiner Cousine Christine wollte sie immer, dass Christine zu uns nach Hause kommt, anstatt mich das Haus von meinem Onkel und meiner Tante besuchen zu lassen. Was ist mit Christine? Was ist mit ihrem Onkel und mit ihrer Tante? Hier wird keine Frage beantwortet. Hier werden mehr und mehr Fragen für mich aufgeworfen, ja? Ich muss sagen, beunruhigend. Ich weiß wirklich nicht, warum. Aber wie auch immer, es hat eine Menge Streit verursacht. Und vor kurzem hat Christine einen Pool in ihrem Garten bekommen. Oh mein Gott! Und ich wollte unbedingt zu ihr gehen und sie besuchen und offensichtlich! Ich hatte gerade einen neuen Badeanzug für den Sommer gekauft. Das sieht für mich nicht aus wie ein Badeanzug. Wirklich total süß war. Und ich wollte ihn ausprobieren und sehen, Jungs, wie er saß. Aber meine Mutter sagte nein. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Angst vor Haien. Das war das Problem. Zu viele Haie im Pool. Sie konnte mir auch keinen guten Grund nennen. Es fühlte sich einfach so an, als würde sie versuchen, mein Leben zu ruinieren. Und ich hasste es. Mhm. Wir stritten uns und sie wurde richtig böse. Verständlich. Sie sagte mir, ich sei aufhören, mit ihr zu diskutieren. Und dass sie wusste, was das Beste für mich war. Denn sie ist meine Mutter und sie hat immer recht. Bla, bla, bla. Am Ende rastete sie aus und sagte, ich hatte eine Woche lang Hausarrest. Okay, aber weil du in den Pool wolltest. Wehe, Francesca. Noch einmal so ein Verhalten, ja? Und du wirst enterbt, ja? Du fliegst aus der Familie. Ah? War mir egal. Ich hatte Christine bereits geschrieben und ihr gesagt, dass ich sie trotzdem besuchen würde. Als würde ich einfach auf das hören, was meine Mutter sagte, auch wenn sie völlig im Unrecht ist. Also wartete ich, bis meine Mutter ins Einkaufszentrum fuhr, um eine Freundin zu treffen. Die Soundeffekte. Aber ich brauchte eine Tasche, in die mein Badeanzug und mein Handtuch passen und so. Ich wusste, dass meine Mutter diese super süße und teure Valentino-Tasche hatte, von der Nein. ich dachte, dass sie wirklich gut aussehen würde. Nein, okay, Spoiler, also meine Prediction. Ich sage, ja, die Valentino-Tasche von ihrer Mutter, die sehr teuer ist, fällt in den Pool. Und durch das Chlorwasser wird sie ruiniert. Ich würde meine Tasche auch nicht gerne in den Pool schmeißen. Durch das Chlorwasser wird die Tasche ruiniert und sonst wäre sie nie aufgeflogen, ja? Die Mutter ist im Einkaufscenter, die wird nicht wissen, dass du im Pool warst. Du jietest drüber, kommst wieder zurück. Mit der nassen Tasche. Deine Mutter ist so, yo, warum ist die Tasche nass und warum riecht sie nach Chlorwasser? Und dann wirst du sagen, ich mache chemische Experimente. Ich habe mir einen Chemiebaukasten gekauft und deine Tasche habe ich für ein Experiment gebraucht und die ist da reingefallen. Ich war sauer auf sie. Also dachte ich, ich werde ihren Schrank plündern und diese benutzen. Nur, als ich dort suchte, wo meine Mutter normalerweise ihre Taschen aufbewahrte, konnte ich sie nicht finden. Oh. Es war so frustrierend und ich war wirklich begierig auf diese Tasche Die Mutter hat die Tasche vielleicht mit ins Einkaufscenter genommen. Hast du darüber mal nachgedacht? Tiefer im Schrank zu graben. Dort fand ich eine Schachtel mit alten Videos und drauf geschrieben Heimvideos. Heimvideos? Ich wurde ein wenig von meiner Suche abgelenkt, weil ich noch nie Videos von mir selbst gesehen hatte. Oh mein Gott, wir hatten früher auch so einen VHS-Kassettenplayer. Mein Vater hat so, keine Ahnung, die Zurück in die Zukunft-Filme auf VHS-Kassette und ein paar generell Filme aus dem Fernsehen halt aufgenommen. Und das Beste ist einfach, dass er die Werbung mit aufgenommen hat. Und dann hat man so die Werbung von vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so. Und man hat dann, keine Ahnung, ich fand das immer richtig toll als Kind. Und ich war immer so voll fasziniert. Und es waren dann so Schokokekse. Und man war so, oh, die Schokokekse, die sehen schon echt gut aus. Und die gab es halt nicht mehr, ne? Die waren in der Werbung wie vor 20 Jahren. Also die gibt es nicht mehr. Ich sehe den alten Videorekorder meiner Mutter und begann sie zu sehen, während ich nach der Tasche suchte. Es sah aus wie eine normale Kindergeburtstagsparty. Ich hörte einige meiner Verwandten auf dem Bildschirm sagen,
Alles Gute zum Geburtstag, Francesca. No. Ronny schaute von meiner Suche auf, um zu sehen, dass ich das auf dem Bildschirm war. Oh. Ich hätte nur etwa 4 Jahre alt sein können und war so aufgeregt, mich selbst vor der Kamera zu sehen, dass ich die Taschensuche vollkommen vergaß und mir das Video... Ich liebe so Kindervideos. Ich liebe das, diese Kindervideos anzugucken. Kinder sind so niedlich. Und wenn das auch noch Leute sind, die du kennst, dann ist es einfach so der Edit-Bonus. Mein Bruder zum Beispiel war so ein niedliches Kind. So süß, ja? Und, oh, Kindervideos. I love it. Ansah. Es gab einen Clown und Ballontiere und Kuchen. Und ich sah all meine Cousins, meine Freunde, meine Großeltern, meinen Vater. Aber meine Mutter war nirgendwo zu sehen. Hm. Zumindest, bis es Zeit war, die Kerzen auf dem Kuchen auszupusten. Dann erhaschte ich einen Blick auf die roten Haare meiner Mutter. Aber es war nicht so klar, wo sie war. Ich spulte das Video zurück und sah es mir noch einmal genauer an. Es war meine Mutter, ja. Ich konnte ihr Spiegelbild im Hintergrund sehen und... Oh, oh mein Gott, meine Mutter küsste irgendeinen Mann. Es war der Onkel. Es war ihr Onkel. Bäm, Problem gelöst. Natürlich nicht mein Vater, denn der stand ja neben mir, während ich die Kerzen auf dem Kuchen ausblieb. Nicht sehr sneaky von der Mutter. Also, ich meine, Komo, du lässt dich filmen auf der Geburtstagsfeier deiner Tochter. Das heißt, du bist mit deinem Mann schon eigentlich zusammen und in einer Beziehung. Ich konnte nicht glauben, dass meine Mutter das tun würde. Ich war so wütend und hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich niemandem hätte sagen sollen, aber ich musste wirklich mit jemandem reden. Also schrieb ich meiner besten Freundin Nicole und erklärte ihr alles, was ich gerade gesehen hatte. Sie stimmte zu, dass es total seltsam war und dass ich recht hatte, crazy. Aber es war der Onkel, oder? Garantiert. Als wäre meine Mutter eine Betrügerin. Während ich Nicole eine SMS schickte, endete die Geburtstagsfeier auf dem Bildschirm und das Video zeigte ein anderes Familienfest. Es war die Party zum 40-jährigen Hochzeitstag meiner Eltern. Ich konnte nicht aufhören, mir das Video anzusehen. Ich musste wissen, ob es noch etwas anderes gab, das meine Mutter von mir versteckt hat. Oh, ja, habt ihr gesehen? Ich habe mit einem Detektivauge hier, die Mutter hat rübergeguckt, zu Schnauzi hier drüben. Im Hintergrund des Videos konnte ich meine Mutter zwischen meinem Vater und meinem Onkel, dem Bruder von... Was für eine Überraschung. Ist irgendjemand überrascht? Hallo, irgendjemand? Irgendjemand? ...von meinem Vater sitzen sehen. Zuerst schien alles normal zu sein, bis ich an einem Punkt im Video sah, wie sich meine Mutter und mein Onkel gegenseitig anlächelten. Das ist verdächtig. Ich habe auch noch nie den Verwandten angelächelt. Schande über ihr Haupt. Wie kann man nur? Und flüsterte meiner Mutter etwas ins Ohr. Meine Mutter kicherte und verließ den Tisch. Und ein paar Sekunden später verließ mein Onkel auch den Tisch. Das ist das. In die gleiche Richtung. Es war alles so bizarr. Wusste mein Onkel etwas, das ich nicht wusste? Was taten sie zusammen am Hochzeitstag meiner Großeltern? Komm schon. Du hast alle Informationen, die du kriegen wirst. Du hast wirklich alles. Wie schwer kann es sein? Das Video geht nur noch 10 Sekunden. Wirst du jetzt in diesen 10 Sekunden zu dem Schluss kommen? Oder ist es ein Rätsel für immer und für die Menschheit? Und wusste er, dass meine Mutter meinen Vater betrug? Es gibt einen zweiten Teil. Den zweiten Teil gucken wir dann im zweiten Teil. Ich mache ein extra Video dafür, damit das hier nicht zu lang wird. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, die Videos sind selber nicht so lang, aber ich rede meistens noch relativ viel Kram dazu und dann sind sie doch wieder lang. Das heißt, nächstes Video ist der zweite Teil. Also... ich verlinke euch das hier in der Endcard, falls ich es schon aufgenommen habe. Das kommt dann wahrscheinlich morgen. Also wenn ihr da den zweiten Teil sehen möchtet, dann schaut da vorbei. Und ansonsten abonniert diesen Kanal. Wenn ihr mein Gesicht das erste Mal seht und ihr wollt es nochmal sehen, dann ist das nämlich clever. Dann seht ihr die Videos angezeigt. Ich versuche Leuten YouTube zu erklären, die YouTube verstehen. Ich meine, ich habe das Gefühl, das macht jeder YouTuber. Der sitzt dann am Ende da und so. Übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet, wenn ihr einen Kommentar schreibt oder einen Daumen hoch da lasst, dann ist es gut. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann seht ihr die Videos so, ach nee. Aber irgendwie ist das, gehört es so zu dieser Routine dazu, dass man es trotzdem jedes Mal macht. Ich weiß, ihr seid nicht blöd, ja, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr es macht, weil es hilft mir sehr, es hilft dem Kanal sehr und es hilft euch, falls ihr meine Videos sehen möchtet und ihr mich unterstützen möchtet, hilft es auch sehr. Also macht das und dann sehen wir uns morgen mit dem Teil 2. Ciao!